Also los, Bewegung. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. So, irgendwo da sollte ein Fragezeichen sein. Moment, wir schauen mal. Da. Moment. Wenn wir schon mal da... Achso, wir haben ja kein Gil. Das ist ja scheiße. Moment. Wir schauen, wir müssen unbedingt Gil irgendwie kriegen. Nein, du sollst mit ihm reden, danke. So, verkaufen. Ich habe keine Ahnung. Gegenstände, Verbrauchsgüter, Waffen, Accessoires, Zutaten, Wertgegenstände. Okay, Autozubehör. Könnte ich ihm auch was geben? Okay, das sind die Köder. Ah, Wertgegenstände. Metallsplitter und sowas. Das brauche ich aber alles, glaube ich. Das brauche ich eigentlich auch alles. Haben wir noch ein Pannending? Accessoires, Wertgegenstände. So. Pilziges Horn. Prachtkäfigpanzer. Pannenset. Okay, wir haben eh noch eins. Gott sei Dank, nämlich das brauchen wir, falls uns mal der Sprit ausgeht. So, irgendwo da? Da? Ja, da ist es. Okay. Dann schauen wir mal, interagieren wir mal da. Oh, Hoheit! Hey! Na, macht ihr etwa gerade Pause, Hoheit? Schön wär's. Wieso? Willst du uns etwa einspannen? Keine Angst, das hatte ich eigentlich nicht vor. Hast du viel zu tun? Ja, aber heute liege ich ausnahmsweise nicht unter der Motorhaube. Ich muss los und etwas besorgen. Ich habe nämlich eine ziemlich interessante Information aufgeschnappt. Geht um ein unheimlich seltenes Autowachs. Das wäre genau das Richtige für den Regalia. Wollte gerade los. Sollen wir nicht lieber gehen? Was? Ist doch für den Regalia. Eigentlich schon, aber... Na gut, warum eigentlich nicht? Es wird aber gar nicht leicht, es zu finden. Wieso? Weil es irgendwo unterwegs vom Laster gefallen sein soll. Wir sollen also nach dem Wachs suchen und es dann zu Sydney bringen. Soweit ich weiß. Unglaublich! Sydney wollte die Arbeit eigentlich für uns erledigen, oder? Ich werde es finden. Ich glaube, da ist einer verliebt. So. Autowachs suchen. Okay. Da ist es. Gleich mal markieren. Ah, ist das... Vielleicht geht das noch. Dass wir da einfach so hinfahren können. Es ist auch nicht so weit weg. Schauen wir mal. Ich hoffe, es ist nicht hinter der Straßensperre. Automatisch hinfahren, bitte. Nämlich, es wird unten angezeigt. Das heißt, es ist eine Höhle. Na, du sollst da rauffahren. Daher. So, automatische Fahrmodus festlegen, jawohl. Lasst nichts liegen. Lasst nichts liegen. Okay. So, und wir hören und, ja, sehen uns dann später. Ich sage immer hören und sehen, warum auch immer. Es heißt nur hören, Herzfehler, ja? Nämlich, sie sehen mich ja nicht. Ich habe meine Facecam nicht aufgedreht. Macht's das gleich, bis gleich. Macht's das gut, bis gleich.
Okay, gehen wir zu Fuß weiter. Ist auch geil, wie der Controller jedes Mal vibriert, wenn man über Schotter fährt. So, da hinten sollte es sein. Moment. Okay, da ist mal kein Eingang. Vielleicht kommen wir da irgendwie rauf. Ich hoffe, es ist irgendwie annehmbar, dass man da rüberkommt. Also in der Nähe wäre ich ja. Und das wäre ja die Straßensperre. Hm. Vielleicht gibt es irgendwo einen Eingang, einen Höhleneingang oder sowas. Es liegt sicher auf, in der anderen Richtung, hundertprozentig. Wir müssen irgendwo runter. Irgendwo muss ein Höhleneingang. Ja, geh weg da jetzt. Ein Höhleneingang sein. Ah, aha, Moment. Also da geht's auf jeden Fall mal nicht weiter. Okay. Ansonsten machen wir weiter mit der Hauptstory. Aber ich schaue mich da trotzdem jetzt noch einmal um. Laufen mal in die andere Richtung. Wie viele Fertigkeitspunkte habe ich denn? 65. Können wir irgendwie die Regeln, die Kondition raufhauen? Das kostet 24. Erhöht den Schaden von Warp-Angriffen. Ist zwar nicht Regeneration, hört sich aber geil an. So, ermöglicht nach einem Angriff in der Luft einen Schritt? In die gewählte Richtung um... Aha, okay. Das ist eigentlich wurscht. Da muss ich aber das zuerst da weiterentwickeln. So, das kostet schon 48. Das kostet 32. Bei einem perfekten Block wird eine kleine Menge MP regeneriert. Ja, das hört sich auch nicht schlecht an. Das kostet 28. Erhöht den Schaden von Überraschungsangriffen. Gekauft. 13 Punkte haben wir jetzt noch. Aber das Problem ist, dass wir da weitaus mehr brauchen. 99. Erhöht Nox MP um die Stufe. Ah, okay, gut. Das ist auch nicht schlecht. Wir könnten jetzt mal sparen auf die 99, nämlich MP möchte ich ja schon die ganze Zeit en masse haben. So, wo ist das jetzt? Nämlich, wenn ich da so nach vorne schaue, sehe ich eigentlich auch nichts. Da vorne ist eine Straßensperre. Da könnte ich aber vielleicht durchbrechen. Es ist da dahinter. Gehen wir mal da zu Fuß nach vorne. Nach vorne. Ich sollte meine MP auch nicht so raushauen. Aber da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Da geht's auch nicht, okay. Das schaut gut aus. Hey, habt ihr das auch gehört? Ja, da hat wer gerufen. So, einige Nebenaufgaben erfordern, dass du ein bestimmtes Areal absuchst. Orientiere dich im eingeblendeten Suchradius auf der Navikarte, um ein Ziel zu finden. Okay, das sollte irgendwo einer sein anscheinend. Haha, ich hab dich gefunden. Interagieren bitte. Heiltrank. Ja, von mir aus, nimm einen. Ich verdanke euch mein Leben. Ha, wir sind unschlagbar. 300 Erfahrungspunkte, weil ich ihnen einen Heiltrank gegeben habe. Ja, nehme ich sehr gerne mit. Und 500 Gil hat er mir gegeben. Oh, sehr geil. Und hier. Aha, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Da ist der Höhleneingang. So, das war's da, okay. Und da drinnen sollte jetzt da dieses sogenannte Wachs sein, was vom Laster gefallen ist. Anscheinend Kobolde, nehme ich einmal an, die das gestohlen haben. Na? Na gut, dann schauen wir uns mal da drinnen um.
Auf jeden Fall kommen wir näher und wir sind jetzt auch unter der Erde. Das Wachs muss irgendwo hier liegen. Ja, suchen wir. Hahaha. Gut, also blinken tut da mal nichts. Sprint man mal ein bisschen. Geh weg da. Immer mir im Weg stehen. Blinken tut nichts. Vielleicht da oben was? Nein, auch nicht. Okay. Da ist auch nichts. Ja. War keine Absicht. Also. Die habe ich schon gesehen von der Weite, Alter. Komm. Einfach weiter draufschlagen. Die sind Stufe 7. Was wollen die von mir? Wollen die mich kitzeln oder was? Bin beeindruckt, Max. Danke. Alles cool. Gut. Weiter da. 305 Erfahrungspunkte haben wir gekriegt. Ist mir auch ziemlich recht. Hier ist nix. Aber jetzt da hier. Hier soll's irgendwo sein. Geht's weg da. Da vorne liegt es. Man sieht es schon richtig funkeln. Na, es ist eine Mega, ein Mega-Phönix, okay? Und da ist noch was? Das hier? Ziemlich alt. Hä? Aerodynwachs. Schon mal von gehört? Von dem Wachs? Sydney erwähnte, dass es vor 30 Jahren verkauft wurde. Da waren wir ja nicht mal geboren. So, wir schauen uns aber trotzdem da jetzt noch um. Wenn ich schon mal da reingegangen bin, muss es ja hier noch irgendwas geben, oder? Tut's mich jetzt nicht enttäuschen. Aha, da hinten geht's wieder. Ah! Da vorne sind Gegner. Ich kann mich nicht schnell bewegen. Oh, jetzt. So, Monster! Da bist du ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Angriff! Verlass dich drauf! Immer weiter drauf. Ja, fast. Pass besser auf, Noct. Ich kann. Alter, der Typ ist. Gut. Also so, Noct. Ich bin nicht der Einzige, den ihr angreifen könnt. Ihr könnt auch meine Verbündeten da angreifen. Mach mal das da. Los, Noct! Nochmal. Los, Noct! Okay! So, das war's. Weiter geht's. Jo. Jo. Alles cool? Was war das? Auf geht's. Jo. Ah, jetzt kommen die wieder. Kein Problem. Alle machen wir fertig. So, ist zwar nicht viel, es sind nur drei, aber es ist besser als nichts. So, jetzt können wir da endlich mal rausgehen. Jetzt bin ich gespannt, wo da der zweite Eingang war. Gut, da liegt wenigstens was. Das hat sich was gebracht, dass wir da durchgegangen sind. Wieder ein Splitterknochen. Hey, pass auf, wo du Ja. Immer nur nörgeln. Nörgeln. So, ist da oben irgendwo was? Scheint nicht so, da drüben. Ups. Nein, auch nicht, okay. So, jetzt bin ich gespannt, wo wir sind. Einen Kilometer davon entfernt. Und hier war sogar eine Straße, da hätte man mit einem Auto vielleicht rauffahren können. Wo sind wir? Ich mach mal kurz die Karte an. Alter! Alter, bist du deppert? Okay, bis zum Auto möchte ich jetzt aber nicht rennen. Wir können uns da nochmal kurz umschauen. Ist es eigentlich anstrengend, die Kraft der Könige zu benutzen? Schon. Morgens komme ich kaum aus. Da ist ein Zeltplatz. Vielleicht solltest du einfach früh schlafen gehen. Ist auch gut zu wissen, dass da ein Zeltplatz ist. Wir waren da eh schon mal. Wir sind da sicher mal vorbeigefahren, oder?
Na gut, dann machen wir was anderes. Und zwar, wie geht denn das? Karte. Und wir machen eine Schnellreise zum Auto, nämlich das ist ziemlich weit weg. Und ich möchte auch das Auto, ehrlich gesagt, nicht abschleppen lassen. Nämlich das kostet ja, glaube ich, auch Geld, was ich weiß. Deswegen machen wir lieber eine Schnellreise hin zum Auto und dann fahren wir halt wieder von da halt wieder zurück. Automatisch fahren, bitte. Und zwar bitte diesmal daher in die Tankstelle. Ach Gott, jedes Mal vergesse ich da zweimal drauf zu drücken. So, Tankstelle. Nein, ja. Und ja, wir hören uns gleich wieder. Ich höre Magitech-Motoren. Moment. Da wären wir also. Kommt runter da. Stecken wir unser Revier ab. Die machen wir natürlich gleich mit. Und ab geht's. Jo, bereit. Mach nur. Schön, wie wir da durchgehen. Das ist unglaublich. So. Da haben wir ja noch ein paar Erfahrungspunkte gekriegt. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. In der Hütte waren wir ja auch schon, glaube ich. Das war die Hütte, oder? Nein, da waren wir noch gar nicht. Da waren wir noch gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wurscht, wir fahren jetzt so wieder zurück. Wenn es was Nötiges ist, also was Wichtiges, dann werden wir so und so wieder dahin zurück müssen. Und ja, Musik an. Bis gleich. Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Ja, hab einen Brand wie ein Garula. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Nocht? Es wird nur gekauft, was wir auch brauchen. Ist ja gut, Mann. Mach dich mal locker. Das sagst du so leicht. Als ob ich irgendeinen Blödsinn kauf. So. Mausibär. Ich hab deinen Wachs. Ihr habt es gefunden. Klasse. Es ist sogar besser erhalten als erwartet. Dieses Wachs reduziert den Luftwiderstand der Karosserie. Dadurch verbraucht der Regalia weniger Sprit. Ach ja? Naja, ihr müsst mir das nicht glauben. Jedenfalls sagt man diesem Wachs solche Fähigkeiten nach. Aber selbst wenn es nicht stimmt, schützt es die Karosserie. Echte insomnische Qualität eben, was? Als vor 30 Jahren der Wall errichtet wurde, wurde es nicht mehr importiert. Kurz darauf war es überall ausverkauft. Ah. Großvater ist ja auch nie wieder nach Insomnia gefahren. Darum hab selbst ich es nur ein paar Mal gesehen. Ihr solltet den Regalia damit wachsen.
Vielleicht verbessert es ja tatsächlich den Benzinverbrauch. Also, wenn ihr es ausprobieren wollt, sagt Bescheid. Für die Mission kriege ich 150 nur. Schade. Aber sie hat wieder eine Aufgabe für uns. Reden wir gleich mal nochmal mit ihr. Habt ihr heute nichts zu tun? Geht so. Warum? Können wir dir womit helfen? Nett, dass du fragst. Ich habe eine ganze Menge Arbeit am Hals. Aber irgendwie schaffe ich das schon alleine. Komm, wir sind dir was schuldig. Na gut. Aber ich bezahle euch für die Hilfe. Könntet ihr für mich vielleicht nach Erz suchen? Wie meint sie das, nach Erz suchen? Wie meint sie das? Und sie hat noch was für uns? Hat sie noch eine Aufgabe oder... Moment einmal. Wo ist die Mission? Oder habe ich jetzt schon wieder Erz und kann ihr das einfach wieder so geben? Wundern jetzt mich nicht, reden wir mal mit ihr. Probieren wir's. Keine Ahnung. Vielen Dank, wirklich. Ihr Jungs würdet tolle Jäger abgeben. Also, das wird zu Autolack. Das lasse ich besser raffinieren. Ich sollte Holly anrufen. Heute wird das nichts mit Schlafen. Echt jetzt? Ja, ich habe eine ganze Menge Autos in der Werkstatt. Hier, Hoheit, wie versprochen. Die Belohnung. Der Sticker ist für den Regalia. Soll ich ihn gleich anbringen? Okay, wir haben alles. Aber sie hat noch eine Aufgabe für uns. Wir reden nochmal mit ihr. Hoheit, habt ihr Jungs kurz Zeit? Spannst du uns wieder ein? Na, da habe ich aber einen Ruf weg bei euch. Ich brauche aber tatsächlich Hilfe. Ich suche etwas. Kein Problem. Einer von uns kann es gar nicht abwarten, dir zu helfen. Nicht dein Ernst. Naja, egal. Ich brauche Material zur Lackversiegelung. Der Jäger, den ich mit der Lieferung beauftragt habe, hat es nach einer Pause unterwegs tatsächlich liegen lassen. Um ehrlich zu sein, habe ich das Material für den Regalia bestellt. Wenn ihr es findet, dann poliere ich euch den Wagen damit. Dann schauen wir mal nach, wo das ist. Dann haben wir nämlich schon was für den nächsten Part auch. So, Glanz und Räder. Das ist auch da dahinter. Okay. Das ist auch da dahinter. Ja, das müssen wir halt so finden irgendwo. Und die Eillieferung ist auch da dahinter. So, wir schauen nochmal ganz kurz. Wir machen tatsächlich weiter mit der Hauptstory. Tatsächlich, ja. Ich sehe kein Fragezeichen hier. Da hinten hätten sie auch irgendwas hinbauen können. Eine Ortschaft oder sowas. Genau an die Grenze, damit man dorthin fahren kann und auftanken und was weiß ich was machen könnte. Okay. Wir machen tatsächlich weiter im nächsten Part. Mit der Hauptstory. Arme Sydney, muss die Nacht durchmachen. Ich glaube, das macht ihr Spaß. Ja, die Arbeit geht ihr über alles. So eine Autonärrin. Jäger übernehmen auch Lieferdienste? Sicher nebenbei, wenn sie eh schon unterwegs sind. Ja, kein Wunder, dass sie die Lieferungen bei der Aufregung vergessen. Schon lästig für die Leute, wenn sie nachts nicht raus können. So, darf ich wieder? Danke. So, ganz kurz. Manchmal ist es schneller, einen Jäger zu bitten, als zum Einkaufen in die Stadt zu fahren. Okay, da können wir nichts mehr machen. Was würde ich nur ohne euch... Ja, ich will mit dir reden. Ich will nicht die gottverfluchte Ding da. Danke. Esst ihr auch ordentlich? Ja, wir essen immer ordentlich. Ich möchte nur kurz mal schauen, was du für Probleme hast. Aber da müssen wir auch nur schon Level 3 sein. Schade. Nämlich das würde ich gern machen auf 220. Da würden wir auch wieder viele Erfahrungspunkte kriegen. Aber ist genug für diesen Tag. Wir gehen pennen. Und zwar haben wir jetzt wieder Geld gekriegt. Wir haben 500 Gil gekriegt von den Typen.
Sie hat auch gesagt, dass sie uns was gibt, aber anscheinend haben wir dann doch nichts gekriegt. Aber trotzdem, wir übernachten heute mal im Wohnwagen. Heute mache ich dich fertig. Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Da sind wir alle dabei. So, S, S und Technik haben wir wieder C gekriegt. Naja, besser als nichts. So, das wird sich zwar nicht ausgehen. Naja, ums Arschlecken geht es sich nicht aus, aber ist wurscht. Aber dafür ist er jetzt wieder gestiegen. Durch seine Fotos. Was hat er denn gemacht? Okay, die Autofahrt. Okay. Wie ich sammel. Sehr gut. Okay, die Kobolde. Wo wir da runtergelaufen sind. Was war das? Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Das Timing prompto. Genau. Ja, okay, passt. Du bist begabt, prompto. Okay, das ist komisch, aber wurscht. So. Wir gehen pennen. Und ja, wie versprochen, im nächsten Part geht's weiter mit der Hauptstory. Wir gehen nochmal zum Auto. Das Auto könnte man auch mal irgendwann einmal neu machen. Also man kann das ja lackieren und sowas. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, mein Geld dafür rauszuhauen. Noch nicht. Erst wenn ich wirklich genug Geld habe. Was wir jetzt noch machen könnten, sind die Fertigkeiten. Nämlich, achso, wir haben nur 15. Okay, wir sind ja kein Level gestiegen. Okay, okay. Gut, dann hören und sehen wir uns. Natürlich sehen wir uns. Im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.